In diesem Video schauen wir uns die neue SPC zu Totti Nominee Sabitzer genauer an. Viel Spaß! Sabitzer ist 1,78 Meter groß und hat 3 Sterne Skills sowie 4 Sterne Weakfoot. Dazu hat er die guten Arbeitsraten hoch. Insgesamt sehen die Werte echt ziemlich stark aus, weil sie überall ziemlich ausgeglichen sind. Sein Tempo ist in Ordnung, wobei der Antrittwert etwas höher sein könnte. Die Schusswerte sind ziemlich stark, dazu sind auch die Passwerte in jedem Wert eigentlich richtig gut. Beim Dribbling könnte allerdings die Beweglichkeit noch etwas höher sein. Hier sind 80 mittlerweile nicht mehr allzu viel. Die anderen Werte sind hier aber top. Dazu kann Sabitzer auch noch ganz gut verteidigen und auch die Füße stimmt, die Ausdauer ist hier gut und auch die Stärke ist ziemlich solide. Wenn du ihn wirklich defensiv einsetzen möchtest, zum Beispiel auf der 8, würden wir ihm klar einen Shadow geben. Die Defensivwerte werden hier nochmal ziemlich verbessert und er bekommt noch einen starken Tempo-Boost. Du kannst ihn natürlich auch nur offensiv spielen, zum Beispiel auf der 10, dann bietet sich ein Engine an. Es gibt ein paar gute Spieler aus Leipzig oder auch Österreicher aus der Bundesliga. Er hat zum Beispiel Stronglings zu Alaba, Mokiele oder Klostermann. Für die SPC hast du 7 Tage Zeit. Du musst 3 verschiedene Teams abgeben. Der Preis liegt hier aktuell bei etwa 550.000, was schon ziemlich viel ist. Der Preis könnte auch noch so auf etwa 500.000 runtergehen. Dazu bekommst du noch 3 ganz gute Packs mit insgesamt 36 Spielern, 10 bis 11 davon sind seltene Goldspieler. Hier bekommt man also nochmal ein paar Coins wieder. Generell ist es eher schwierig, ähnliche Spieler zu finden, weil kaum eine Karte überall so starke Werte hat. Es gibt hier zum Beispiel Dos Santos, die SBC hat damals 70.000 gekostet, oder Valverde in Form für 200.000. Ansonsten gibt es hier auch noch Nainggolan, Rulebreaker für 400.000. Aus der Bundesliga gibt es zum Beispiel Goretzka in Form für 210.000, dieser ist jedoch deutlich offensiv schwächer. Außerdem haben wir hier Zakaria in der Live-Version, der auch offensiv schwächer ist, und auf der 10 zum Beispiel noch Reus Halloween für 270.000. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Die Werte sind natürlich insgesamt ziemlich stark. Es gibt eigentlich kaum eine Karte im Spiel, die in jedem Wert so ausgeglichen und gut ist. Er ist recht nicht aus der Bundesliga. Das macht ihn schon ziemlich besonders. Die Frage ist halt, ob man so eine Karte wirklich braucht, die in jedem Wert so stark ist. Er ist nämlich in keinem Wert wirklich richtig gut. Wenn du ein Bundesliga-Team hast und genauso einen Box-to-Box-Spieler haben willst, kannst du ihn machen, da er echt einzigartig ist. Ansonsten würden wir aber eher lassen sagen, weil die Karte echt schon ziemlich teuer ist. Wenn du so eine Karte haben willst, die in jedem Wert so stark ist, kannst du auf jeden Fall den kostenlosen Gravenbash spielen oder Duncan aus der aktuellen Season. Was ist deine Meinung zu dieser Karte? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.